Hallo und herzlich willkommen bei Von der Couch aus. Mein Name ist Stefanie, ich bin diplomierte Fitness- und Ernährungstrainerin und ich zeige dir heute 5 Übungen, um den Beckenboden zu stärken. Der Beckenboden ist ein Muskel und besteht aus 3 Schichten. Er ist der unterste Muskel des Rumpfes. Er liegt zwischen Schambein, Steißbein und Sitzbein. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem das Anspannen und Entspannen der Muskulatur, wie zum Beispiel beim Niesen und beim Husten. Er schützt die inneren Organe und er sorgt auch für eine aufrechte Körperhaltung. Deshalb ist es wichtig, dass du regelmäßig deinen Beckenboden stärkst. Du kommst in den Kniestand. Achtest darauf, dass die Knie und die Hüfte auf einer Linie sind, also die Knie beckenbreit abstellen. Die Handflächen über der Brust überkreuzen. Kopf ist in Verlängerung von der Wirbelsäule. Und beim Einatmen verlagerst du jetzt dein Körpergewicht langsam nach hinten. Du atmest ein und kommst zurück. Beim Ausatmen wieder zur Ausgangsposition. Ganz wichtig ist, dass du versuchst, dass du vom Knie bis zum Kopf ein Brett bildest. Also Spannung aufbauen, im Bauch vor allem, im Beckenboden und auch an der Oberschenkelvorderseite. Einatmen und ausatmen. Und du gehst, wie gesagt, nur so weit zurück, dass du die Spannung halten kannst. Versuche, dass du nicht zu sehr in der Lendenwirbelsäule ins Hohlkreuz gehst. Sehr gut. Und das war auch schon die erste Übung. Du kannst diese Übung ruhig circa 15 Mal wiederholen, eine kurze Pause machen und dann das Ganze noch einmal machen, bevor du dann zur nächsten Übung gehst. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Auch hier wieder die Knie beckenbreit abstellen. Du schaust, dass Knie und Hüfte auf einer Linie sind, als auch Handgelenk, Ellbogengelenk und Schultergelenk. Kopf ist wieder in Verlängerung von der Wirbelsäule, Blick schaut zur Matte. Du stellst die Zehen auf der Matte ab, baust wieder Spannung auf, eben im Beckenboden, im Bauchraum und beim nächsten Ausatmen hebst du die Knie nur ein paar Zentimeter von der Matte und wir halten die Position. Du achtest darauf, dass du ganz gleichmäßig mitatmest. Drück die Schultern weg vom Ohr. Ganz gleichmäßig atmen. Du spürst die Spannung in der Bauchmuskulatur. Und wenn du denkst, es genügt, es ist anstrengend, dann wieder langsam absenken. Auch diese Übung kannst du ruhig mehrmals wiederholen. Du setzt dich auf deine Matte, stellst die Füße beckenbreit auf der Matte ab. Du drückst jetzt deine Handflächen auf die Knieinnenseite, also parallel, rechte Hand zum linken Bein, linke Hand zum rechten Bein. Achtest, dass du im Oberkörper möglichst aufrecht bist. Und auch hier wieder beim Ausatmen fest Druck ausüben. Das heißt, du drückst die Knie aneinander und versuchst, mit den Handflächen dagegen zu drücken. Atme wieder möglichst gleichmäßig mit. Das ist eine durchaus anstrengende Übung. Und wenn du denkst, es genügt, dann tust du wieder langsam die Spannung lösen. Auch diese Übung kannst du natürlich mehrmals wiederholen. Du kommst in die Rückenlage. Auch hier wieder die Füße beckenbreit auf der Matte abstellen. Die Hände liegen locker am Körper. Und beim Ausatmen rollen wir jetzt ganz langsam die Wirbelsäule hoch, lösen das Becken von der Matte.
Einatmen, langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Und beim nächsten Ausatmen, langsam aufrollen, bis Becken kippen. Und wieder abrollen. Du versuchst, dass du langsam Wirbel für Wirbel von der Matte löst und wieder absetzt. Becken kippen, vom Steißbein aus starten, über das Becken, Lendenwirbelsäule und die Brustwirbelsäule. Du schaust, dass die Schulterblätter auf der Matte liegen bleiben. Auch diese Übung kannst du mehrmals wiederholen. Du kannst ruhig ca. 15 Wiederholungen machen, danach eine kurze Pause und das Ganze dann noch einmal von vorne starten. Wir starten mit der letzten Übung, mit der Übung Nummer 5. Wir wickeln unsere Beine in der Luft an, die Handflächen unter dem Gesäß absenken. Auch hier schaust du wieder, dass Knie und Hüfte auf einer Linie sind. Du ziehst den Bauchnabel jetzt zur Wirbelsäule. Wichtig ist, die Wirbelsäule bleibt während der gesamten Übung auf der Matte liegen. Und mit einem langen Atemzug senkst du abwechselnd nur kurz einen Zeh auf der Matte auf. Kommst zurück, atmest hier ein und beim nächsten Ausatmen Seite wechseln. Einmal links und einmal das rechte Bein. Nur kurz mit dem großen Zeh auf der Matte auftippen. Drück den Bauchnabel fest nach innen. Die Wirbelsäule bleibt auf der Matte liegen. Du baust wieder Bauchspannung auf. Sehr gut. Das waren 5 Übungen, um den Beckenboden zu stärken. Sehr gerne kannst du dieses kurze Programm 2 bis 3 Mal in der Woche wiederholen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und freue mich, wenn du bei meinem nächsten Video wieder dabei bist. Tschüss!